Hi, beziehungsweise eigentlich heißgeliebte Pansen und Pansinchen, würde ich eigentlich sagen, aber heute bin ich mal nicht der Haider, heute bin ich einfach nur der Flo. Und der Flo, der hat kein Skript dabei, der hat auch keine besondere Beleuchtung, der sitzt gerade in einem Stuhl, er hat keinen speziellen Kamerawinkel, er hat sich einfach gedacht, er hört jetzt mal auf, in der dritten Person von sich zu sprechen. Ich habe mir einfach gedacht, ich will euch mal Danke sagen und ein bisschen Skript habe ich schon, deswegen werde ich immer so nach links gucken und ich habe keine Brille auf, deswegen werde ich wahrscheinlich relativ lang nach links gucken, denn so einen kleinen Spickzettel zumindest habe ich mir geschrieben. Denn wie gesagt, ich möchte Danke sagen und um was geht es eigentlich? Es geht um 50.000 Abonnenten und wenn dieses Video draußen ist, sind das schon 60.000 Abonnenten. Und scheinbar geht es gerade relativ aufwärts mit dem Kanal und das ist ein unglaublich krasses Gefühl, von so vielen Menschen gesehen zu werden. Und ich weiß nicht, ich versuche jetzt auch ohne Jumpcuts auszukommen, also deswegen, es kann sein, dass ich ein bisschen rumstottere und laber. Es ist jetzt so schnell gegangen und ich habe noch kein sonderlich großes Special jetzt gebastelt oder so, weil letzte Woche hatte ich noch 50.000, beziehungsweise vor 5 Tagen und jetzt wie gesagt 60.000, das ist so mind blown. Deswegen als Allerwichtigste einfach Danke, Danke, Danke. Und ich muss noch mal kurz spicken. Ich in allererster Linie natürlich danke an euch Zuschauer, dass ihr mir so oft Kommentare hinterlasst, mir so viel Lob hinterlasst, weil ich meine, ihr kennt mich ja normalerweise nur als hatenden Haider. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach so viel Lob und so viel Kommentare und so viel konstruktive Kritik und Positives. Und gleichzeitig muss ich dann natürlich auch, da muss ich jetzt wieder mal nachgucken, auch mich bei den YouTubern bedanken, die mich in letzter Zeit sehr unterstützt haben. Ich werde jetzt bewusst keine Namen nennen, weil ich demnächst mal auch ein Video machen werde, in dem ich so ein paar YouTuber aufzähle, die ich in Deutschland zum Beispiel cool finde. Aber es gibt jetzt genügend große YouTuber, die teilweise meine Videos teilen, die das nicht müssten, weil sie es nicht nötig haben, mit teilweise Millionen Abonnenten. Das finde ich super, die irgendwo scheinbar zu schätzen wissen, dass ich mir Arbeit mache und denen das gefällt. Und auch das ist natürlich für mich wichtig, denn dadurch kriege ich eine größere Reichweite, werde dadurch also auch von mehr Leuten gesehen, die wiederum scheinbar oder hoffentlich auch meinen Content feiern. Und das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur vielen, vielen Dank. Gleichzeitig auch noch ein Dank geht raus an die Hater da draußen, die ihr mir durch eure Sturköpfigkeit und eure Kommentare immer und immer wieder Stoff gebt für neue Haider-Hated-Feedback-Folgen, für neue Witzchen und so weiter. Ein paar von euch konnte ich ja belehren, in Anführungszeichen. Das freut mich dann immer noch mehr, wenn Leute erstmal reinkommen mit "Du Hurensohn!" und irgendwann checken sie, vielleicht ist der Haider doch nicht so ein Hurensohn. Ich sag da bewusst der Haider, nicht der Flo, weil, wie gesagt, der Haider und Flo sind dann trotzdem, gehen ein bisschen auseinander manchmal. Und jetzt ich muss nochmal nachgucken, sorry. Danke auch an die YouTuber, die ich bisher gedisst habe oder gehatet habe, und ich setze das Wort bewusst in Anführungszeichen, die sich daraufhin bei mir gemeldet haben, zum Beispiel in den Kommentaren, die bisher alle, die sich gemeldet haben, auch Spaß verstanden haben. Und das sind jetzt bewusst Jody Calussi und Revi. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil die halt das sehr augenzwinkern genommen haben und auch gesagt haben, also Revi vor allen Dingen, er feiert meinen Content und er findet das cool und ich habe ja da teilweise nicht Unrecht und so, und das finde ich halt super. Es ist halt auch so, und Moment, genau, das ist der ganz wichtige Punkt, den habe ich mir mit 3 Ausrufezeichen versehen. Ich sehe mich nicht als Hater und ich hoffe, ihr tut das auch nicht. Viele Masher und KS Army Typen sehen das dann in dem Moment so. Ich sehe mich halt als jemand, der Comedy macht. Ich mache mich über den Content von YouTubern lustig. Das heißt, nehmen wir mal Stefan Raab zum Beispiel, ein Oliver Kalkofe. Stefan Raab früher, der sich über die Inhalte von Big Brother lustig gemacht hat, als er immer noch montags lief. Ich weiß nicht, ob ihr da schon auf der Welt wart. Jedenfalls hat sich der montags immer über die Big Brother Dinge in der ersten Staffel damals noch, die am Wochenende passiert sind, lustig gemacht. Ein Oliver Kalkofe, der sich über die verschiedensten Inhalte einfach lustig macht und die verarscht. Früher auch ein Harald Schmidt, ein Jan Böhmermann. Und jetzt ganz kurz, ganz dringend auch, ich habe es auch schon mal geschrieben, ich möchte mich nicht
auf die gleiche Ebene stellen oder auf dieselbe Ebene, weil ich längst nicht so gut bin. Ich bin aber auch noch im Wachsen, ich bin ja da noch neu. Aber es ist eine ähnliche Art von Comedy und die Leute missverstehen das oft als reinen Hate. Und ich möchte mit meinen Videos nicht Leute dazu anstiften, zu sagen, hey, ihr seid meine Haider-Army, jetzt geht mal auf den Kanal und dislike den und schreibt den, geh sterben, häng dich, hoffentlich wirst du erschossen. Das ist genau das, was ich nicht will. Das nervt mich auch, wenn ich selbst sowas lese. Ja gut, bei mir ist es wurscht, weil wie gesagt, das ist ein Haider-hated Feedback drin, aber es ist nicht okay, wenn man sowas schreibt. Und ich kritisiere oder ich mache mich auf eine Art über den Content der YouTuber lustig. Der Content ist teilweise ist es manchmal ja zum Beispiel so ein Revi oder sowas, das kann ich weit mehr ab, dessen Content kann ich weit mehr ab als den von manch anderen YouTubern. Aber grundsätzlich ist es halt so, ich mache mich über den Content lustig, der teilweise wirklich nur darauf abzielt, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, beziehungsweise minderjährigen Kindern, und der in denen auch keinerlei Arbeit und Herzblut fließt oftmals, sondern einfach nur dahingerotzte Kacke, die dann YouTuber von YouTubern 4 oder 5 Mal die Woche so produziert werden kann. Und die Kohle fließt und die Leute werden immer fauler und lethargischer und kriegen für Wochen noch weniger und noch mehr Scheiße mehr Kohle. Das ist zumindest der Content. Wie die Privatpersonen sind, keine Ahnung, ich kenne viele davon nicht. Es kann sein, dass wie gesagt, ein Leon Mascher, ein Chaos Freak im echten Leben super, super nette Leute sind. Ich kritisiere die auch nicht als Privatperson, ich kritisiere deren Content. Das heißt, wenn ich die jemals treffe und sage, boah, die sind super nett und sie machen aber weiterhin den Content, ja, dann werde ich weiterhin mich über diesen Content lustig machen als, in Anführungszeichen, Comedian. Das heißt aber nicht, dass man die deswegen hassen muss oder sonst was. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie zu Hassbotschaften aufrufe. So, jetzt musste ich doch einen Jumpcut machen, weil in der Form zu reden bin ich tatsächlich nicht so gewohnt. Aber wie gesagt, also selbst wenn ein Kumpel von mir auf YouTube was machen würde und er würde einen Content machen, über den ich mich lustig machen kann, weil aus den und den Gründen passt es nicht, dann würde ich es trotzdem machen. Die Leute missverstehen das oft sehr stark als, oh nein, hier Neider, hier, du bist doch scheiße. Gut, ist okay, aber so ist es eigentlich nicht. Es wird alles meist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wieder ein Blick zu meiner Linken. Genau. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ich war ja früher Redakteur bei der GameStar. Beziehungsweise war ich Praktikant und Trainee und Junior-Redakteur und Redakteur und Videoredakteur und bin dann übergegangen zu High Five. Vielleicht erinnern sich manche noch, da war früher auch Fabian Siegesmund zum Beispiel, mein ehemaliger Mentor, der damals auch noch, als ich bei der GameStar angefangen habe, Redakteur war, den ich hier sehr, sehr lieb grüße. Und ja, es war eine gute Zeit, eine lehrreiche Zeit, aber es gibt so 2, 3 Entscheidungen in meinem Leben oder gab es bisher, die sehr einschneidend waren. Und in dem Fall war es der Weggang von Vibedia, also meinem ehemaligen Arbeitgeber, eben GameStar, GamePro, High Five. Und das heißt nicht, dass ich die Leute nicht vermisse oder ich die Arbeit nicht gut fand, aber wie jetzt oftmals in meinem Leben waren diese 2, 3 einschneidenden Entscheidungen die besten Entscheidungen in meinem Leben. Und so sehe ich das jetzt im Falle dieser Entscheidung auch. Und ich muss wieder gucken. Es macht halt sau viel Spaß. Es ist unglaublich viel Arbeit, diesen Kanal zu betreiben. Ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Macht es wahnsinnig viel Druck, diesen Kanal zu betreiben. Wenn man sieht, plötzlich wird man von mehr und mehr Leuten gesehen. Und dann plötzlich, oh Gott, vielleicht schaffe ich 3 Videos in der Woche. Aber wenn ich 3 Videos in der Woche schaffe, müsste ich vielleicht auch noch am Wochenende durcharbeiten. Und ich habe mir geschworen, ich mache sowas nicht mehr. Ich kenne solche Zeiten noch zu Genüge. Ja, das ist auch viel Druck. Und gleichzeitig kann ich von YouTube leben. Nee. Nicht im geringsten momentan. Aber, und das ist die wichtigste finale Frage, macht mir das Spaß? Und ja, das tut es. Es tut mir gut, es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist toll zu lesen, dass ihr es feiert. Und ja, es macht mir natürlich auch Spaß zu merken, ich wachse, weil natürlich ist es schön, wenn wenigstens ein bisschen was reinkommt und es größer wird, weil es ist einfach nur so, die Überlegung, dass 60.000 Menschen sich quasi mit einem Abo dazu entschlossen haben, regelmäßig meinen Content zu sehen. Das ist halt krass. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, gut, 60.000 Menschen. Das ist, ja, was soll ich sagen? Es sind halt 60.000 Menschen. Die kann ich mir nicht vorstellen an einem Platz. Das ist zu krass. Und natürlich bin ich im Vergleich zu anderen YouTubern, weil ja heutzutage 1 Million bei YouTubern eine Abonnentenzahl nicht mehr das ist, was es früher war. Natürlich bin ich nichts größenmäßig.
Aber das ist mir halt scheißegal. Das ist einfach, es ist für mich so krass. Ich habe so lange mit 20.000 Abonnenten rumgegurkt, was ja genauso super war. Und plötzlich kommt noch mal mehr und gerade kommen so viele Leute dazu und es ist einfach so ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und selbst wenn es irgendwann bei 70.000 stagniert und es dabei bleibt, dann ist es trotzdem, ich habe für mich was erreicht. Und der wichtigste Punkt ist, ich lese immer wieder mal, oder ich lese sehr oft, schönerweise, dass ich Leute mit meinen Videos zum Lachen bringe. Dass ich Leuten, das lese ich manchmal, denen es schlecht geht oder die einen scheiß Tag hatten, ein Lächeln schenken kann, so doof sich das anhört. Die kommen heim von der Arbeit oder sind von der Schule, sind irgendwie schlecht gelaunt, haben irgendwie eine Scheiße erlebt und sie können sich das anschauen und können lachen. Das ist mein Ziel und das ist das Schönste, was ich lesen kann, denn es geht nicht darum, dass sie meine Videos anschauen und dann so viel Wut auf andere YouTuber haben, die sie dann gleich irgendwo am besten an die nächste Wand stellen wollen. Nein, es geht darum zu unterhalten, es geht darum Comedy zu machen und wenn es da Leute da draußen gibt, die dadurch lachen können, dann was habe ich dann für einen geilen YouTube-Job? Wie cool ist das denn, dass sich Leute an meinen Videos wirklich erfreuen? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und es macht mich einfach, weiß ich nicht, happy. Und egal wie viel Arbeit es ist, ich versuche das auch weiterhin so zu machen und ich versuche es auch weiter so zu betreiben, dass ich mich nicht verkaufe. Also ihr werdet bei mir niemals in Zukunft, auch nicht in Zukunft, rote Kreise und Pfeile sehen, höchstens als Verarschung. Und ihr werdet bei mir auch nicht dieses Pranks und oh, jetzt bin ich mit meiner Freundin zusammen, jetzt wieder nicht. Achtung, ich muss ein Video draus machen. Und vor allen Dingen will ich mir nicht weniger Arbeit machen, weil ich mit meinem Endprodukt zufrieden sein muss. Und ich stecke da sehr viel Arbeit rein, was Schnitt angeht und was die Überlegungen angeht. Und darauf bin ich stolz. Ich bin auch auf jeden deutschen YouTuber stolz, der, egal was er macht, sich Arbeit macht für seine Videos, wo wirklich Herzblut reinfließt und nicht, weil er mal einen halben Nachmittag irgendwo steht und sagt, boah, das wird das krasseste Video, boah, war das Aufwand. Da denke ich mir, einen halben Nachmittag Aufwand, ja, ich mache das, ich weiß nicht wie oft. Mir wird als Beispiel jetzt, nee, ich werde jetzt keine Namen nennen, wie gesagt, ich mache mal ein anderes Video irgendwann, in dem ich dann eben gute deutsche YouTuber nenne, bevor jetzt, weil dann vergesse ich wieder Leute und deswegen, ja. Jetzt muss ich wieder nach links gucken. Genau, zum Special. Ich werde auf jeden Fall ein Special machen und ihr könnt euch schon denken, es wird wohl in eine Richtung wie Hider Hated Hider gehen. Ich muss mich ja irgendwann mal selbst haten und ich weiß noch nicht, wann ich schaffe. Es wird ein bisschen dauern, weil ich, wie gesagt, jetzt völlig überrumpelt mit dem 50.000 war und wahrscheinlich, bis ich das fertig habe, sind es dann 100.000 Abonnenten. Wäre super, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ich habe jetzt in den nächsten, ja, im November und im Dezember recht viel zu tun. Es gibt zum Beispiel auch eine Live-Moderation einer Sendung, die es schon mal letztes Jahr gab. Mehr sage ich nicht. Und deswegen wird alles ein bisschen viel. Ich möchte auch immer noch Hider Hated Pandoria machen. Auch gerne, also Hider Hated von Leuten, die ich sehr zu schätzen weiß. Ein Hider Hated Le Floyd, ein Hider Hated Alexi Bexi, ein Hider Hated Fabian Sigismund und. Jetzt habe ich doch wieder Namen genannt, ich Depp. Jedenfalls, es kommt einiges, was ich machen will und das ist immer ein bisschen mehr Aufwand. Und ich mache den ganzen Scheiß ja allein. Ich habe keinen Kameramann, ich habe keinen Cutter. Deswegen bitte Geduld. Aber es kommt auf jeden Fall was und ich blicke wieder nach links. Und ich habe keine Brille auf, es ist gar nicht so leicht, stelle ich fest. Ach, das war's? Hab ich jetzt schon alles? Moment mal, das kann ja nicht sein, oder? Ja, tatsächlich, ich habe ja einfach nichts mehr geschrieben, das ist ja unfassbar. Ja, dann ist ja auch gut, ich labe ja auch schon echt lang jetzt. Genau, und es ist ein seltsames Gefühl, so zu reden. Es ist ein seltsames Gefühl, so nicht meine Show quasi zu machen, sondern so zu euch zu reden, ohne irgendwelche Jump Cuts und gewollten, getimten Gags. Aber es ist, ich glaube, die beste Möglichkeit, euch zu sagen, wie sehr ich mich über diese 60.000 Abonnenten gefreut habe und noch freuen werde und über jeden neuen, der dazukommt. Und ich glaube tatsächlich, das, was ich als Intention habe und was ich jetzt auch so als Hauptkernpunkt jetzt nochmal fokussieren will, ist, auch wenn ich eine Hate-Sendung mache, für mich ist es etwas, was euch zum Lachen bringen soll. Deswegen nicht haten, Spaß haben. Wenn ihr Hate braucht, schaut meine Sendung und hatet nicht selbst. Alles gut. Ja,
Und bevor ich jetzt weiter stotter, wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, eine wunderschöne Nacht oder was auch immer oder wann ihr auch immer das seht. Sucht euch was aus. In diesem Sinne, jetzt könnte ich sagen, Heider out, gell? In diesem Sinne, macht es gut, bis bald und Florian out.